Wo sind meine restlichen Militärs? Da. So. Hat jedenfalls gereicht, um alle auf Stufe 6 zu bringen. Na? Der ist auch ausgeschalten. Dann fehlt nur noch der hier drüben. Jo. Woll. Wäre das auch erledigt. Kann ich mal kurz rauszoomen und gucken, ob wir wirklich alle Wölfe jetzt erwischt haben hier oben. Jo. Und dann können wir mal kurz hier reingucken. Oh, vorher speichern. Ja. Und dann gucken wir mal kurz hier rein. So. Und da ist ein Digium im Weg mal wieder. Juhu. Okay, da ist überall ein Digium im Weg. Also da kommen wir nicht so leicht rein. Es ist so, als ob wir von da unten aus nachher hoch müssten. Aber okay. So, wo stelle ich mal ein paar Übungspuppen auf aus Eisen? Jedem eine, so. Und ja, die Arbeitergeschwindigkeit bringt schon was, weil jetzt ist jeder wirklich schneller zu Fuß. So, und die haben gleich den Plattenpanzer erforscht. Was auch gut ist, dann gehen wir hier in Kosteneffizienz rein. Ja. Aber mit dem Holz, was wir jetzt schon mal haben, kann mein Arbeiter hier langsam dicht machen. So, Plattenpanzer. Kriegen die Krieger einen kleinen Boost. Und wenn wir bei Heroismus weiterkommen, kriegen wir auch die Gelddruckerei. Sword. Jo, die sind alle fleißig beim Trainieren. Naja, wir kommen an Holz. Wir kommen an Nahrung. Das ist das Wichtigste. Und über Holz könnten wir auch an Gold kommen, wenn wir es nötig hätten. Was wir ja im Augenblick noch nicht haben. Und dann hier oben über zur Gelddruckerei zu kommen, ist auch nicht so schwierig.
Na gut, es sind hier 9 Punkte plus 4 sind 13. Bis wir Kosteneffizienz haben, brauchen wir noch 6, 8, 12 Punkte im Augenblick. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Krieger gleichmäßig hochtrainieren, dass wir überhaupt mal ans Weitergraben denken können. George! 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 Und ja, ich mache erst den Spawn-Poolraum hier fertig, bevor ich mich um die anderen Räume kümmere dann. Also Spawn-Poolraum, dann der Wissenschaftlerraum. Da muss ich ja hauptsächlich hier zu machen und den Boden ganz machen. Dann können wir uns um den Pflanzraum kümmern hier. Also die 5 hier dicht machen. Und die hier oben dicht machen. Das wären hier 1, 2, 3, 4. Hier 3 und hier nochmal 2. Wären also 4 plus 3 macht 7, plus 2 macht 9. Aber das machen wir dann alles, wenn wir kosteneffizient sind. Worauf wir ja jetzt hinarbeiten mit unseren 3 Wissenschaftlern. Wobei das hier, Forschungsstation, auch nicht schlecht wäre. Aber im Augenblick müssen wir damit klarkommen, jetzt erst einmal. So, ich mache noch hierzu, dann können wir das Turmalin hier rausholen. So, danke dafür. So, Turmalin. Das lustige Detail, dass sie manchmal Bierkrüge in der Hand haben. Und ja, ich bräuchte hier noch 3 Eisentruhen. Nein, du bist falsch, du. Oder wenigstens erst einmal eine. So. Da sind wir nämlich schon mal auf 2000. Ja, genau. Jetzt fällt es mir nicht ein, was ich sagen wollte. Sind wir schon mal auf 2000 Lagerkapazität hoch, das wollte ich sagen. George. So, hier erstmal zumachen. Du kannst doch jetzt ruhig trainieren gehen. Du bist nämlich der Einzige, der noch auf Stufe 9 muss. Und zu dem Zweck klaue ich auch mal kurz die Leiter. So, gleich bist du auch Stufe 9. Aber nicht so gut Stufe 9 wie zum Beispiel die beiden Nahkämpfer.
Jetzt wirst du von der Seite aus. Ah, du triffst auch noch. Auch wenn die Animationen bei dir etwas hängen, hä? Ich könnte Eisen verkaufen, ich könnte Holz verkaufen für Gold. Du bist jetzt auch hoch genug trainiert. Du könntest was vertragen. Ah, nö. Ihr nicht. Du. Mach's kaputt. Genau. So. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich weitermache. Ob ich jetzt das Holz einfach eine Weile verkaufe, bis ich... und mir für das Gold dann neue Trainingsfiguren kaufe. Bis ich eben die Kosteneffizienz erforscht habe, weil sonst... ist das Gold nicht gut an... ist das Holz nicht so gut angelegt, finde ich. Bei 4 Expertenübungspumpen, die kosten halt schon ein bisschen Gold, so. Weil ich hätte die schon ganz gerne mal auf Stufe 10 oder höher, meine gesamte Kompanie. So, jetzt schlafen sie auf dem Fußboden effektiver, was sowas von unnötig ist. Weil ich habe super Betten für alle. Was ich noch nicht habe, ist der super Steintisch. Ich verkaufe zu diesem Zweck mal etwas Stein. Und verkaufe auch gleich den Tisch, der mir Holz bringt. Und baue den Tisch hier mittig in den Raum rein. So. Der macht mehr Beliebtheit. Beliebtheit ist immer gut. Das Holz, was ich jetzt habe, verkaufe ich wieder. Beim Augenblick werde ich das Eisen eh nur dazu nutzen, da Verbesserungen zu machen, also mein Militär zu verbessern. Ich könnte aber Pflanzkübel noch platzieren. Da, so eine blaue Blume macht sich hier sicher schick. Hier eine blaue Blume. Und hier eine Palme bei den Forschern. Oh, nebenbei Forscher. Was sich auch noch ganz schick macht, sind hier Stühle. Da, Stuhl mit Kissen. Der ist nur leider deplatziert, so. Der muss dahin. Und einer hier drüben hin, so. George. Später kann der halt da drüben hin, wenn wir hier zugemacht haben. George. Gut. Ich würde mal sagen, die Armee ist am Trainieren. Sieht schon ein bisschen bedrohlich aus, wie die da alle vier stehen und auf die Figuren einhacken. Ess, Schlafbereich, Thronsaal ist fertig. Hier hat halt alles noch Löcher.
Aber ich würde sagen, wir sind auf dem besten Wege. Und die Zeit sagt auch, dass es mal Zeit, dass wir einen Cut machen müssen. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann.